Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Paper Mario. Beim letzten Mal haben wir Lilly getroffen, die von uns wollte, dass wir ihren Wasserstein zurück besorgen. Dann sind wir zu Rosi gelaufen, die gesagt hat, wir sollen ihr was Schöneres bringen als den Wasserstein. Dann sind wir zu Posi zurückgelaufen und haben uns eine Kristallbeere geholt. Und jetzt sind wir zurück zu Rosi laufen. Genau das ist passiert. Also mehr Backtracking! Ne? Lass mich vorbei. Dankeschön, Stachy. Ja, außerdem haben wir Stachy so ein Lucky Tooth das erste Mal getroffen. Das ist auch passiert. Aber vor allem all die anderen Sachen, die ich gesagt habe. Also wieder zurück durch das Labyrinth hier. Und hier rein. Und da rein. Und dann können wir wieder die Röhre bis zum Ausgang nehmen. Yippie. Hey, du egoistisches, narzisstisches Dingens hier. Du sollst eigentlich eine Narzisse sein, statt nach Rose, glaube ich. Das wäre passender gewesen. Hm, hast du etwas gefunden? Hier hast du eine Kristallbeere. Sei glücklich. Oh, wie hübsch. Ich liebe es. Das ist viel hübscher als dieser hässliche alte Stein. Rasch, lauf zu Lilly und gib ihr diesen Stein. Und stell klar, dass sie nur aufgrund meiner Großherzigkeit gerettet wurde. Herz! Ja, wir haben den Wasserstein bekommen. Ein magischer Stein, aus dem Wasser entspringt. Oh, Herz. Welch Lieblichkeit. Ich bin so schön, dass es mich beinahe selber ängstigt. Herz. Wer ist die schönste Blume auf den Blütenfeldern? Das bin natürlich ich. Herz. Ja. Und jetzt werden wir einfach gehen und nie wiederkommen. Das würde mich enorm freuen, mich nicht länger mit Rosi abgeben zu müssen. Och, die andere Blume auf der anderen Seite der Blütenfelder stirbt, wenn ich ihr den Stein nicht wiedergebe. Pff, ist doch nicht mein Problem. Das macht Sinn. Okay. Dann können wir jetzt wieder zu Lilly zurücklaufen. Weil Backtracking! Dieses Kapitel hat ein bisschen zu viel davon. Leider. Ja, auch da, die Idee von den Blütenfeldern vielleicht nicht schlecht. Das viele Backtracking, nicht unbedingt das, was ich haben wollte. Aber das will man machen, ne? Vor allem müssen wir jetzt wieder hier lang. Paracarry, komm mal raus. Autsch. Paracarry. Du darfst zusehen, wie ich hier drüber springe. Und dann darfst du mich hier drüben rüberschleppen. Und dann darfst du mich den allerletzten Weg rüberschleppen. Und dann... Na, ist da kein Suselwusel. Also können wir die auch in Ruhe lassen. Ah, den, Verwirrding da brauchen wir immer noch nicht. An den Baum kommen wir noch nicht ran. Also wollen wir mal hier vorne wieder rein und dann Lilly mal ihren Wasserstein zurückgeben. Sie will offensichtlich dringend Aquana haben. Oh, das ist ja der Wasserstein. Rasch, leg ihn in das Loch hier. Okay, Wasserstein. Plock. Und jetzt kommt einfach Wasser raus. Und Mario überlegt sich, sich einfach da reinzusetzen. Ist die beste Idee, statt rauszugehen. Bevor der Wasserstrudel kommt. Nee, nee, so macht viel mehr Sinn. Wow! Yay, wir haben wieder Wasser. Vor allem haben wir da wieder Wasser. Wer hätte sich denken können, dass da Wasser hochkommt? Unglaublich. Mario scheint es wehgetan zu haben. Oh, das ist Wasser. Süßes Wasser. Der Teich ist voller Wasser. Ich kann wieder dahin treiben. Oh, das ist wie im Paradies. Ich danke dir vielmals. Dafür gebe ich dir etwas Zauberwasser von dieser Quelle. Hier, bitte. Herz. Yay, du hast Zauberwasser erhalten. Sehr kaltes Wasser. Es glitzert in der Sonne. Welche Sonne? Oh, dies ist das herrlichste Wasser der ganzen Gegend. Es enthält ein wenig Lilienextrakt. Herz. Ich will gar nicht wissen, woher sie den Lilienextrakt genommen hat. Oh, wenn du eine Pflanze mit diesem Wasser gießt, wird sie bis in den Himmel wachsen. Aber lieber jetzt nicht. Die Sonne scheint ja nicht mehr.
Oh ja, gute Idee. Du solltest versuchen, die Sonne dahin zu überreden, wieder in den Himmel zu steigen. Weil die Sonne hängt hier in den Blütenfeldern rum und es ist nicht alles in Brand gesetzt. Ich bin beeindruckt. Nur einem findigen Kerlchen wie dir wird schon das richtige Argument einfallen. Ich wette, du schaffst es. Herz. Immerhin hast du auch mich gerettet. Ja. Das. Genau das. Okay, dann brauchen wir jetzt hier erstmal unsere gute Freundin Sushi. Sushi! Bring ich mal hier rüber. Sushi! Lass mich vorne wieder raus. Ich muss ehrlich sein, dass ich als Kind den Text nicht vernünftig gelesen habe und immer gedacht habe, Sushi ist ein Kerl. Ups. Okay, was sind das hier für Dinger? Blubbeeren! Okay. Das ist eine Blubbeere. Klingt komisch, ist aber so. Dann essen wir doch erstmal eine Blubbeere. Oh, diese Felsmütze will unbedingt wieder von uns mitgenommen werden. Aber wir werden die Felsmütze erstmal hier lassen. Sonst werden sie halt wegschmeißen, weil wir keinen Platz im Inventar haben und die Blubbeere brauchen. Oh, danke Sushi, du warst hilfreich. Okay, jetzt müssen wir eine Möglichkeit finden, irgendwie die Blubbeeren einzusetzen. Okay, ein Versuch ist es immer wert, habe ich gesagt. Also versuchen wir das auch mal. Wir holen uns das Superbeben weg und machen dafür den Powerhauer an. Und aber wir können es ja eigentlich mal versuchen. Holen wir einfach mal einen Power Darts. Und dann holen wir uns die gute Bombett. Und dann versuchen wir den Suselwusel mal irgendwo in der Ecke zu jagen, wenn das geht. Gehen wir mal da vorne hin. Das hat weniger gut funktioniert. Okay, schauen wir, wenn wir jetzt erstmal gegen den. Okay, auch nicht gegen den Suseldusel kämpfen. Ich habe das Gefühl, das sei das unnötige versuchte Arbeit. Soll wahrscheinlich erstmal den anderen Gegner aus dem Weg schaffen, bevor ich mich mit dem goldenen Kollegen anlege. Dann tun wir das doch auch. Ach, das schon wieder. Bombett, mach mal einfach kaputt. Ist einfacher, als jetzt versuchen, den Kampf zu machen. Vor allem versuchen wir sowieso, den goldenen Kollegen eigentlich zu jagen. Den Suselwusel. Die BP will ich trotzdem haben. Die Münzen haben Möglichkeit auch. Oh, geh du mal da vorne in die Ecke. So, jetzt nimmst du schon mal Bombenschaden zuerst. Ja, dann kannst du nochmal Bombenschaden nehmen. Okay, jetzt hast du noch 8 HP. Und dann schauen wir doch einfach mal, wie gut wir das hinkriegen. Ja, genau, das habe ich mir schon gedacht. Da ich es mit der, gerade mit der Arschbombe immer sehr schwer zu sein finde. Das war ein Versuch wert. Das ist immer ein Versuch wert, zu gucken, ob man den Suselwusel nicht erledigen kann. Oh. Orden. Power Darts wieder aus. Superbeben wieder an. Schon besser. Oh, dann bringen wir es mal hier rüber, Paracarry. Dann bringen wir es nochmal hier rüber. So. Und die letzten paar springen wir wieder normal. Wunderbar. Drüben sind wir. Da oben ist immer noch so ein unauffälliger Superblock. Okay. Wo könnten wir denn mal die Blubbeere einsetzen? Vielleicht hier oben. Sind wir hier richtig? Ich sehe da vorne auf jeden Fall schon mal einen Sternsplitter. Hi! Ich bin das Blubberkraut. Du willst wissen, warum ich Blubberkraut heiße? Ich verrate es dir, wenn du mir eine Blubbeere bringst. Ja, so eine Blubbeere. Das war ja schwer zu finden. Oh, das ist ja großartig. Okay, jetzt pass mal auf. Ich passe auf. Plock. Ich sehe, du machst Blasen. Da! Ist das nicht toll? Ja, es ist super.
Jetzt bringen wir uns über diese sehr langen Dornranken. Also dafür war es hilfreich. Okay. Dann greifen wir nochmal Luftgegner an. Mit Valkyrie. Wir werden ja schon Magikoopa rumfliegen haben. Okay, leider werden wir den nicht erledigt kriegen. Es sei denn, ich setze erst Sternwirbel dafür ein, den Sternwind dafür ein oder den Sternsturm, möchte aber nicht unbedingt. Ist ein Grünkamek. Ich hatte im Moment vergessen, dass die Kameks einfach abhauen, wenn sie alleine sind. Irgendwann erledigen wir auch mal einen davon. Irgendwann mal. Irgendwann Trademark. Na, geben wir die BP wieder. Wir wissen ein paar davon. Ein paar HP. Okay, so muss erstmal den Sternspieler, den wir hier vorne ganz unauffällig gesehen haben. Sternsplitter! Stinkwurz! Gib mir meine Stinkwurz wieder. Nom nom nom. So, du solltest mir jetzt eigentlich immer Blubbeer machen können, ne? Oder muss ich jetzt... Ich dachte, die könnten das einem immer geben. Okay. Also nochmal komplett hier runter, zurück zum Wasser. Dauert ja zum Glück auch nicht lange. Der Stinkwurz hat sich nicht gelohnt. Um das mal klarzustellen. Das war doppelt knapp. Zum einen wäre ich erstmal fast in die Dornranken reingelaufen, habe ich zweimal CO gedrückt aus Versehen und wäre fast in die Dornranken reingefallen. Oh, kein Susel da. Hier waren die Azurbären drin, ne? Sind ja auch für BP gut. Hier mal ein paar BP mehr. Zack, zack. So. Und damit können wir noch eine Azurbeere fressen. Das, eigentlich sollte man KP und BP nicht die Riesenprobleme in dem Kapitel haben, weil es halt überall diese dämlichen Bäume gibt, die einen vollheilen. Langsam, aber trotzdem irgendwie voll heilen. Also auch immer so eine blöde Blubbeere. Oh, Blubbeere, komm her. Ich glaube, wir brauchen sogar noch eine. Ich habe aber keinen Platz mehr. Dann hoffen wir einfach mal, dass wir nicht noch eine zweite brauchen. Nee, wir nehmen noch eine mit. Lass mal das Ahornsirup hier. So ungern ich das tue. Es liegt da aber schön. So halb in der Luft. Ich bin nämlich ehrlich gesagt einfach nicht sicher, ob wir das Ding nicht noch brauchen. Aber zweite. Blutbeere, von daher gehen wir lieber auf Nummer sicher. Bevor wir nochmal hier runter rein backtracken müssen. Eh schon genug Backtracking im Spiel. Vor allem in dem Kapitel. Ja, ein paar Carry einmal hier rum, bitte. Und dann einmal hier rum. Dankeschön. Oh, Input Delay. Die Dornranken hier waren übrigens auch total notwendig, Spiel. Da freue ich mich schon darauf, wenn wir endlich die Möglichkeit haben, einfach so über die Dornranken rüberzukommen. Spoilers. Die Möglichkeit gibt es. Ich kann das nicht erwarten. Okay. So, du blödes Blubkraut. Ich habe eine Blubbeere mitgebracht. Hier. Bring mich mal darüber. Der ist beim zweiten Mal noch genauso beeindruckend wie beim ersten Mal auch schon. Ja, ist total toll. Jetzt lass mich darüber. Ich finde Paracarry übrigens auch total beeindruckend. Man sieht's, ne? Er ist schwer beeindruckt. Ich wollte in den Baum schon rein, den Kampf vermeiden. Na, wir haben ja volle wir haben schon volle BP. Dann holen wir uns trotzdem Bombett dafür raus, ist damit einfacher. Als dieses ganze schnell nach links gedrücke.
So, bitteschön. Also macht Bombe jetzt auch noch mehr Schaden. So, dass wir tatsächlich mal einen Grü-Kamek erledigen können. Yay. Erledigt. 7 Sternpunkte. Und damit haben wir ein neues Level erreicht. Yay, Level Up. Gib mir mal mehr Ordenpunkte. Wir sind schon fast bei Max Ordenpunkten angekommen. Geht, glaube ich, nur bis 30. Wenn ich mich recht entsinne. Ah, 3 mehr können nicht schaden. Dann können wir auf jeden Fall unseren Speed-Wirbel wieder anmachen. Sobald ich ihn denn finde. Nein, der Schwindelbeep. Da ist Speed-Wirbel. Speedwirbel, schon besser. Und dann können wir mal... wir könnten Zahltag anlegen. Na klar, warum nicht? Legen wir Zahltag an. Falls wir Schaden kriegen, kriegen wir mehr Münzen. Wir brauchen Münzen, um Orden kaufen zu können. Also nicht Schaden. Und Schaden nehme ich sowieso ständig. Okay, da ist ein Lakitu. Hier sind auffällige Treppen. Und hier ist ein auffälliger Stein. Wir haben schon lange keine Steine mehr gesehen, die wir tatsächlich wegbomben mussten. Und hier kriegen wir den Megadots-Orden. Mario trifft einen Gegner mit unglaublicher Kraft. Yay, yeah, eine noch bessere Version des Powerhowers. Das wird auch sein. Hey, kannst du bitte aufhören, Zeugs nach mir zu schmeißen? Oh, das war nicht gut. Oder habe ich Stachelschild noch an? Nein, habe ich nicht. Dann war das nicht gut. Okay. Dann brauchen wir jetzt noch irgendwas, was alle Bodengegner trifft und möglichst nicht teuer ist. Zack, zack. Erledigt. Na, bringen wir schon nur noch einen Sternpunkt pro. Lohnt sich also nicht mehr, Starkis zu bekämpfen. Vor allem nicht, wenn wir so viele BP dafür einsetzen müssen. Ich hasse Lakitus. Okay, rennen wir einfach weg. Das ist mir jetzt zu doof. Das ist mir wirklich bei weitem zu blöde. Okay, was zum Teufel ist das hier? Okay, da unten ist noch ein auffälliger Stein und das kommen wir davor noch nicht lang. Außerdem können wir da offensichtlich nach unten springen aus Gründen. Also, Bombett, komm mal her. Spreng mal den Stein da bitte. Den wir die Treppen benutzen können. Ich weiß noch nicht, wer den Stein da hingesetzt und die Brücke aus dem Weg geschoben hat. Oder die Treppe aus dem Weg geschoben hat. Warum überhaupt jemand die Treppe so gebaut hat, dass sie aus dem Weg geschoben werden kann, ist eine andere Frage. Also rennen wir erstmal die Spirale hoch und sind verdammt nah an der Sonne, ohne dass wir uns in Asche verwandeln. Hey, hallo. Ich habe nicht damit gerechnet, dass heute jemand bis hierher raufkommen würde. Ich bin die Sonne. Nein, das ist nicht ganz korrekt. Ich sollte sagen, ich war die Sonne. Die Wolken, die aus Schnaufulas Puff-Puff-Maschine kommen, diese Wolken versperren mir den Weg in den Himmel. Als Sonne bin ich eine völlige Wahrsagerin. Jetzt müssen alle, Versagerin, jetzt müssen alle Blumen und Pflanzen auf den Blütenfeldern leiden. Oh, wo sie steht? Sprichst du von der Puff-Puff-Maschine? Ich glaube, du findest sie östlich von hier. Die Wolken scheinen aus dieser Richtung zu kommen. Warum möchtest du das wissen? Glaubst du, du könntest die Puff-Puff-Maschine zerstören? Nein, das ist unmöglich. Überanstrenge dich nicht. Du kannst ebenso gut genau wieder nach Hause gehen. Ja. Und nachdem wir jetzt mit der Sonne gesprochen haben, haben wir jetzt die nächste Flagge aktiviert, sodass wir jetzt weiter in den Osten gehen können, um dann später zur Sonne wieder zurückzukommen. Für mehr Backtracking! Hey, der Lakitu ist weg. Das ist komisch. Hey, schön langsam. Warte, Mann. Ah, ich liebe diese Musik. Hey, Mann. Ich glaube nicht, dass wir uns schon kennen. Ich meine, du bist Mario, oder? Mein Name ist Lucky Lester. Nein, ich heiße Hugo. Nein, Hugo. Hugo.
Oh ja, Spike. Ja, ja, ich bin Spike. Oder wie auch immer. Pass auf, ich persönlich habe zwar kein Problem mit dir, aber ich habe Befehle von Schnaufula. Na, tut mir leid, Mann. Na, ich muss dich jetzt vermöbeln. Wie ich schon sagte, tut mir leid. Hm, war das jetzt cool? Ha, yeah. Total cool. Na, es geht los, Mann. Ja, es war super cool. Hugo. Wow, 50 HP. Das ist viel. Spike? Ich mag das Fragezeichen da. Spike? Paracarry? Paracarry, komm mal her. Wirf mal einen Panzer auf ihn. Block, kleines Ziel. Getroffen haben wir trotzdem. Oh Gott, er wirft Stachis nach uns. Das ist ja fies. Ganz fies von so Lakitus, das zu tun. Hier ist noch ein Panzerwurf. Block mitten ins Gesicht. Ha, erfolgreich verteidigt. Ich habe so das dumpfe Gefühl, als sei das Zepporn gegen ihn auch nicht so richtig nützlich. So, 17 hat er noch. Okay, bis jetzt nichts großartig Gefährliches. Das verbraucht unsere BP ordentlich, weil wir die ganze Zeit Panzerwurf einsetzen. Aber jetzt wieder wirklich gefährlich. So, dann ist das auch schon der letzte Zug. Diesmal brauchen wir keine BP zu benutzen, können wir einfach einen Luftangriff einsetzen. Zack. Und erledigt. Wir haben Spike? Erledigt. Erfolgreich und so. Yay, Daumen hoch. Man sieht den Daumen zwar nicht, wenn Paracarry im Weg ist, aber... Mann, du bist ja knallhart. Ich gebe auf, Mann. Oh, mach schon. Gib mir den Rest. Ich hab keine Angst. Mach mit mir, was immer du mit Kerlen machst, die du besiegt hast. Feuerblumen ins Auge. Powerblock in den... Warte! Oh nein, Lucky Lulu. Nein, bitte, sei gnädig mit meinem armen, süßen Lucky Lester. Ach, nenn mich nicht Lucky Lester. Ich bin Spike, ja? Ich hatte doch gesagt, dass ich schon letzten Monat meinen Namen geändert habe. Ja, in Hugo. Puh, ich meine, Mann, warum musst du mich immer so bloßstellen? Obwohl, aus irgendeinem Grund mag ich dich deswegen umso mehr. Ich meine, was? Nein, was habe ich eben laut gedacht? Vergiss, dass ich das gesagt habe. Aber egal. Ich habe einen Kampf Mann gegen Mann verloren. Naja, da war doch so ein Postbote dabei, der zählt auch. Daher muss ich mich nun der Sache stellen. Mario, bitte verzeih ihm. Mein Lucky Lester hat nur getan, was ihm Schnaufula befohlen hat. Ja, natürlich verzeihen wir ihm. Das ist schließlich Hugo. Wirklich? Ganz ehrlich, du verzeihst ihm? Oh, vielen Dank. Ja, hör auf, mich Lucky Lester zu nennen. Das ist so ein blöder Name. Ich heiße Spike. Spike! Hörst du mir überhaupt zu? Und langsam bekomme ich den Eindruck, dass der ganze Deal ziemlich blöd ist. Ich habe für Schnaufula gearbeitet, weil ich Teil von etwas Großem sein wollte. Aber alles, was ich zu tun habe, ist sinnlose Kämpfe auszutragen. Das ist nicht gerade das, was ich mir vom Leben erwarte. Was ich wollte war... Hey Mann, ich habe eine Frage. Warum in aller Welt kämpfst du eigentlich? Für mich selbst? Für den Weltfrieden. Ohne Grund? Oder warum willst du dich Spike nennen? Warum? Na, weil Spike circa 1 Million mal cooler klingt. Lucky Lester ist der blödeste Name aller Zeiten. Finde ich nicht. Ich mag Lucky Lester als Name. Das passt einfach nicht zu einem gefährlichen Rebellen wie mir. Aber der Name ist eigentlich nicht wichtig, Mann. Was zählt ist, dass ich mich entschieden habe, mit dir zu gehen. Mit dir zusammenzureisen muss so super cool sein.
Oh nein, Lucky Lester. Du kannst mich nicht verlassen. Bitte nimm mich mit. Ach, Lucky Lulu. Bleib locker. Du musst das verstehen. Ich mach das doch alles nur für dich. Ich gehe. Ich muss mein Mann stehen. Warte auf mich. Wenn ich zurückkomme, bin ich ein noch viel männlicherer Lucky Two. Ich mag, wie die Wolke mit den Gefühlsausdrücken von den Duckitos mitarbeitet. Bin mir nicht sicher, wie die, ob die irgendwie in die Wolke mit eingearbeitet sind und die Wolke einfach mit deren Emotionen zusammenhängt oder ob die Wolke einfach nur versteht, was die Duckitos so tun. Aber ich finde es trotzdem noch hervorragend. Oh, okay. Ich werde auf dich warten, Lucky Lester. Aber wenn du nicht in einem Stück zu mir zurückkommst, wird dir das sehr leid tun, junger Mann. Ja, dann... Ja, ja. Ich schwöre es dir, wenn ich mir Sorgen machen muss, nehme ich einen Stachion. Okay, genug davon. dann sollte ich wohl dafür sorgen, dass ich härter als du bin, wenn ich zurückkomme. Was willst du dann zurückschlagen, oder was willst du damit sagen? Schenk mir dein Lächeln zum Abschied. Du bist umso viel süßer, wenn ich deine Beißerchen blitzen sehe. Bis dann. Lucky Lester gehört zum Team. Wir werden ihn niemals Spike nennen. Traditionen, um auf Lucky Lester Stacheln und Lava zu überqueren. Im Kampf kann ein Gegner mit Stachiflip oder alle Gegner mit Stachiwurf nach guter alter Lucky-Two-Manier ordentlich verperforieren. Ja, jetzt haben wir Lucky Lester im Team. Oh, mein Lucky Lester, komm bald wieder. Ich werde mit einem Lächeln auf dich warten. Und da fliegt sie dahin. Hör auf, nenn mich Spike. Nein, Lucky Lester ist ein viel besserer Name. Hier, Lucky Lester. Whee! Darauf habe ich die ganze Zeit gewartet. Das ganze Spiel über habe ich nur darauf gewartet, endlich auf Lucky Lesters Wolke rumreiten zu können. Dass es so angenehm ist. Whee! Stacheln sind kein Problem mehr. Bäume sind allerdings immer noch ein Hindernis. Man kann nicht einfach durch Bäume durch. Aus offensichtlichen Gründen. Gut, setzen wir einfach mal Stachiwurf ein auf alle Gegner. Da er das ja kann. Wow, das macht wirklich nur 2 pro. Das ist ein Problem. Okay, dann haben wir zumindest einen den Britzels schon mal kaputt. Ich hatte wirklich mit mindestens 3 Schaden gerechnet. Das war wieder mit seiner verdammten Bienenarmee. Wenn er mich wenigstens gerammt hätte, wäre er zumindest draufgegangen. Das war eine Mistattacke. Der ist so schwer zu verteidigen gegen alle davon. Oh, was machst du? Block, setzt die Verteidigung um 1 hoch. Okay. Damit sollte er dann aber immer noch 1 Schaden nehmen. Ah, müssen wir das Fadenkreuz in das andere Fadenkreuz zielen. Und dann kann man entweder so lange warten, bis die Attacke losgeht, oder man kann einfach A drücken, um das Ganze etwas zu beschleunigen, sobald das eine Fadenkreuz in dem anderen drin ist. Und dieser Grü-Kamek wird jetzt weglaufen. Der stellt fest, oh mein Gott, er ist alleine. Und dann kriegen wir die 2 tollen Sternpunkte, die haben sich total gelohnt. Weil ich auch so sehen, etwas zu weit in den Baum reingelaufen bin. Also mit BP kriegen wir wieder. Wunderbar. Und dann kommen wir jetzt hier schön über die Stacheln rüber. Und dann können wir jetzt vor allem den einen Superblock mal holen, den wir die ganze Zeit schon ignoriert haben. Und so. Aber bevor wir das Ganze machen, würde ich sagen, machen wir erstmal wieder eine kleine Pause. Ich werde zwischen Folgen nach Toadtown zurückkehren und mal im Toadhaus schlafen, um uns wieder voll zu haben, wenn wir ordentlich malträtiert wurden. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir mal nach dem Superblock erstmal schauen und dann nach der Puff-Puff-Maschine gucken. Bis dahin. Aloha.